Munich FPV. Mahlzeit zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Munich FPV Technik Quickie. Und in dem Video schauen wir uns mal so ein bisschen die Theorie hinter dem Löten an. Und als allererstes mal eine ganz kurze Begriffsbestimmung. Es gibt zwei Arten von Löten. Es gibt einmal das Weichlöten, das ist das, was wir im RC-Modellbau machen. Und es gibt das Hartlöten. Der Unterschied oder der größte Unterschied ist eigentlich die Temperatur. Beim Hartlöten, da spricht man von Temperaturen überhalb von 450 Grad. Und dann wird auch das Objekt nicht mehr punktgenau erhitzt, sondern man erhitzt dann eigentlich eine relativ große Fläche. Und das findet dann zum Beispiel irgendwie bei der Installation von Rohren Anwendung. Wenn man zum Beispiel irgendwie Kupferrohre in der Leitung verlegt und die dann zusammen verbinden möchte, dann kann man die zum Beispiel hart löten. Und was wir machen, ist eben das sogenannte Weichlöten, punktuell so bis 400 Grad in etwa. Und vor allem eben entsprechend, um elektrische Bauteile zu verbinden, Kabel zu verbinden oder entsprechende Komponenten auf irgendwelche Platinen zu platzieren. Und was kann man alles löten? Man kann im Prinzip sehr viele Metalle und Legierungen löten. Am einfachsten geht das Ganze bei Kupfer, Nickel-Legierungen, Eisenwerkstoffen, Stahl und Aluminium, Zink, Blei, die benötigen ein entsprechendes Flussmittel, ein entsprechendes Lot und gegebenenfalls auch eine entsprechende Vorbereitung. Jetzt wissen wir, was wir beim Löten alles machen können und jetzt überlegen wir uns noch, was wir alles zum Löten brauchen. Wir brauchen als allererstes natürlich einen Lötkolben. Das hier ist ein sogenannter Einhand-Lötkolben. Es gibt natürlich auch Lötstationen, es gibt Lötpistolen, es gibt Lötbrenner oder so Gas-Lötkolben. Lötstationen sind gut, wenn man eine hat, sind aber auch sehr teuer. Vorteil von so einer Lötstation ist, man hat gleich alles vor sich. Man kann die Temperatur meistens sehr, sehr genau regeln. Hier brauche ich quasi noch eine externe Stromquelle. Die sollte mindestens, ich sage jetzt mal, 200 Watt haben, damit die auch ordentlich Kraft durchschieben kann. Eine Lötpistole oder so ein Gaslötkolben ist für unsere Zwecke eigentlich ungeeignet, weil man dort die Temperatur nicht punktgenau, so wie wir sie brauchen, platzieren kann und auch die Temperatur digital nicht so gut einstellen kann. Vor allem bei einem Gaslötkolben muss man sich das so vorstellen. Man hat eine Gasflamme, die ein Metall erhitzt und mit diesem Metall möchte man dann löten und da ist eine genaue Temperatureinstellung dann nicht möglich. Neben dem Lötkolben brauchen wir noch einen Lötzinn und ein Lötzinn besteht nicht nur aus Zinn, sondern es ist ein Gemisch aus unterschiedlichen Metallen. Meistens oder überwiegend ist Zinn der Hauptbestandteil, deswegen hat sich der Name Lötzinn eingebürgert. Weitere Materialien waren in der Vergangenheit Blei. Blei darf mittlerweile nicht mehr verwendet werden oder darf im privaten Verkauf nicht mehr angeboten werden. Es ist mittlerweile Kupfer, Silber, Gold oder auch Bismut mit dem Lötzinn beigemischt. Und je nach Zugabe- und Mischungsverhältnis ändern sich dann die Eigenschaften von dem Lötzinn und so kann es eben entsprechend optimal auf die Anforderungen angepasst werden. Die Hauptaufgabe von dem Lötzinn ist es, quasi den Raum zwischen den verlöteten Werkstücken zu füllen und es muss eine mechanische und elektrische Verbindung zwischen den Lötstellen geschaffen werden. Und dazu ist es dann eben entsprechend vonnöten, dass das Lötzinn, wie wir es verwenden, einen niedrigeren Schmelzpunkt hat als die Materialien oder die Metalle, die wir verbinden möchten. Über das bleihaltige Lötzinn möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel erzählen, weil das bleihaltige Lötzinn an Privathaushalte nicht mehr verkauft werden darf. Deswegen sprechen wir jetzt vom bleifreien Lötzinn. Und der Unterschied zu diesem bleifreien Lötzinn und dem bleihaltigen Lötzinn ist, dass das bleifreie Lötzinn einen höheren Schmelzpunkt hat. Das wird so etwa zwischen 215 und 230 Grad flüssig, also hat dort seinen Schmelzpunkt. Das bleihaltige Lötzinn hat etwas unter 200 Grad seinen Schmelzpunkt. Leider ist das Fließverhalten und die Oberflächenqualität von dem bleifreien Lötzinn nicht so gut wie das bleihaltige. Gerade wenn man bleifreien lötet, sollte man auf jeden Fall auch noch ein Flussmittel verwenden. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt einmal so einen Fluxstift hier. Es gibt Lötwasser, beziehungsweise das hier ist Lötwasser oder da ist Lötwasser mit drin. Es gibt Lötfett, es gibt Löthonig. Im Endeffekt ist das aber alles Flussmittel. Und was macht dieses Flussmittel? Durch eine chemische Reaktion bereitet das quasi die Oberfläche vor, die ihr dann löten wollt.
Die oxidiert so ein bisschen auf. Das heißt, die nimmt dann besser euer Lötzinn auf. Und es fließt dann auch besser das Lötzinn von eurem Lötkolben auf die Lötstelle mit drauf. Das liegt daran, dass das Lötwasser oder das Lötfett eben auch die Oberflächenspannung des Lötzinns verringert. Dann solltet ihr zum Saubermachen von der Lötspitze euch noch entweder so eine Stahlwolle hier holen oder einen Lötschwamm oder ein feuchtes Küchentuch, was ihr wollt. Das braucht ihr, um die Lötspitze zu reinigen. Und was auch nicht verkehrt ist, wenn ihr euch hier so eine dritte Hand holt. Das kann manchmal helfen, wenn man vielleicht irgendwie zwei Kabelenden zusammenlöten will, einen XT60-Stecker löten will. Ja, das war es jetzt auch schon zur groben Theorie des Lötens. Und die Praxis würde ich euch dann im nächsten Video zeigen. Bis dahin, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Ciao!